Die Zukunft des Halo-Franchises. Wie geht es mit der Reihe weiter? Was wird das nächste Spiel? All diese Fragen möchte ich mal im Hinblick auf das Xbox Showcase, was am 9. Juni stattfindet, mal etwas diskutieren, etwas freier ohne Skript mal wieder. Und ich überlege, was könnte denn überhaupt gezeigt werden? All das in Anlehnung zu meiner Halo 7 Checkliste für 343, was Halo 7 alles braucht, um erfolgreich zu werden, die ich ja jetzt gerade veröffentlicht habe. Jetzt nochmal kurz vor dem Event von Xbox überlegen, was könnte denn da jetzt realistisch gezeigt werden. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da und unterstützt mich auf diverse Weise. Und ja, bewertet auch gerne das Video, ne? Gut, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Grundsätzlich stehen natürlich so ein paar Dinge im Raum, die 343 auf dem Xbox Showcase zeigen könnte. Es ist natürlich auch bei jedem Punkt ein bisschen die Frage, wie wahrscheinlich ist das und wie realistisch ist das. Räumen wir erstmal die erste und einfachste Sache aus dem Weg. 343 hat ja vor kurzem nochmal so ominös einen Halo Infinite Trailer rausgehauen, wo so ein bisschen zusammengefasst wurde, was Halo jetzt alles so an Content hat und wie Halo Infinite jetzt so ist. Ich denke, dieser Trailer wird da bestimmt irgendwo auf jeden Fall mal zwischenlaufen bei diesem Xbox Showcase. So von wegen, hey Leute, alle die nicht so in der Halo-Bubble sind, Halo gibt's noch, Halo Infinite hat jetzt mehr Content als früher, schaut da nochmal rein. So in der Hinsicht. Das ist auch, glaube ich, eigentlich relativ wahrscheinlich, selbst wenn der nur so am Ende nochmal läuft oder am Anfang, je nachdem, wie pompös sie so das Showcase dieses Mal machen. Oder so zwischendurch oder so, oder am Anfang, während der Countdown läuft, irgendwo wird dieser Trailer bestimmt nochmal auftauchen, da bin ich mir relativ sicher. Das ist aber auch relativ langweilig, weil es ist ja nur Infinite, wie wir es schon kennen. Okay, so was sind jetzt so wirklich die Major-Sachen, die 343 zeigen könnte? Das sind eben zwei Dinge. Einmal denke ich einen Teaser, so vielleicht gerendert mal wieder à la Poncho Chief oder sowas in der Hinsicht. Oder so wie wir es eben auch bei Infinite hatten, mit diesem ominösen ersten Teaser, mit diesen Höhlenmalereien und so, wer sich daran noch erinnert. Für Halo 7 eben. Und, oder vielleicht sogar beides, das ist natürlich auch noch die Möglichkeit. Es wird ja seit einer Weile gerumort, dass Certain Affinity, ein Studio, was für Halo-Fans durchaus Relevanz hat, weil etwaige alte Bungie-Mitarbeiter da sind, aber auch, weil Certain Affinity immer wieder zur Rate gezogen wurde, um Maps zu bauen, zum Beispiel für ältere Halo-Spiele und Co. Und es wird ja seit einer ganzen Weile schon spekuliert, dass die an einem Halo-Spiel arbeiten, an einem ganz eigenen Halo-Spiel. Ja, das war ja das, was auch dieses Battle Royale angeblich mal werden sollte, Project Tatanka, wer das so aus Leaks mitbekommen hat, die besprochen wurden. Und der aktuellste Stand ist, dass man davon nicht mehr so viel gehört hat, konkret, außer eben, dass ein Leaker den, ja, Leute, die so in dieser Halo-Bubble sind, denke ich mal, vielleicht schon kennen, denen dann die ganzen englischsprachigen YouTube-Kollegen, die sich viel mit Halo beschäftigen, dann immer sehr lustig aussprechen. Klobrille. Der hat des Öfteren schon mal korrekte Leaks rausgehauen, was Halo angeht oder generell Xbox-Themen. Und der hat ja vor einer Weile eine Liste veröffentlicht, was denn so Xbox-Pläne sind, auch mit Bethesda und so, ne? Also ein Oblivion-Remake, worauf ich mich, by the way, auch sehr freuen würde, wenn es denn kommen würde. Aber da kommt ja auch eine sehr coole Mod, Skyblivion, wem das was sagt. Anyway, ich schweife ab. Da stand auch drauf, Certain Affinity Halo Multiplayer Only, irgendwie. Und das soll im September 2024 erscheinen. Und sagen wir mal so, wenn das wirklich so ist, dass das dieses Jahr noch kommt, es kann natürlich auch sein, dass das Spiel kommt, aber sich auf den November verschoben hat oder so. Also ob jetzt September wirklich stimmen muss, das sei mal dahingestellt. Aber wenn dieses Spiel tatsächlich dieses Jahr noch kommen sollte und überhaupt mal echt ist und es da was gibt, dann muss man schon sagen, ist dieses Xbox Showcase der Ort und die Zeit, um das zu zeigen. Und ich persönlich wünsche mir das auch aus mehreren Gründen. Zum einen,
würde das 3 for 3, ne, wenn jetzt nur dieses Certain Affinity Halo gezeigt würde, es wäre mal endlich wieder ein Halo Spin-Off, was wir einfach seit Spartan Assault nicht mehr hatten. Und Spartan Assault, ja gut, Halo Wars, ne? Aber Halo Wars ist auch schon länger her, Halo Wars 2, ne, 7 Jahre, 2017 kam das ja, glaube ich, raus, Februar 2017, wenn ich mich, ja, ne? Also es ist schon lange her, allein deswegen wäre es mal wieder Zeit, dass andere Leute irgendwas zu Halo beitragen, andere Studios. Und es würde 3 for 3, weil es ja wahrscheinlich eben auch ein Shooter wäre, zum einen ein bisschen vielleicht Konkurrenz bieten, weil wenn das gut läuft und so, dass dann die Leute mal ihre Erwartungen auch weiter oben halten. Zum anderen aber auch 3 for 3 Raum geben, um erstmal entspannter an Halo 7 zu arbeiten. Ne? Weil die Arbeiten dafür werden ja jetzt noch relativ früh sein, weswegen ich auch glaube, höchstens, wenn überhaupt davon ein Lebenszeichen kommt, wäre es ein Story-Render-Teaser, der aber noch nicht so viel zwingend aussagen muss, wo noch nicht viel vom Spiel für fertig sein muss, außer so Konzepte und so, von der Story her auch. Es würde Street Fighter einfach Zeit geben, um wirklich entspannt daran zu arbeiten, weil dann hätten wir die MCC, wir hätten Halo Infinite, was ja trotzdem noch irgendwie weiter gespielt werden würde, ne? Vor allem, wenn halt eben das Certain Affinity Halo, sagen wir mal, kein klassisches Halo vom Gameplay-Loop her wäre, also so vom, wie das Gameplay an sich funktioniert, wahrscheinlich schon, aber halt die Modi zum Beispiel, wenn es wirklich so ein Spin wäre, wenn es wirklich ein Battle Royale wäre oder wenn es wirklich ein Extraction-Shooter wäre oder beides oder eine Mischung und halt nicht dieses klassische 4v4 Arena-Gameplay und Big Team und sowas präsentieren würde, dann halt einfach ja ein anderer Take wäre, hätte ja auch Infinite währenddessen noch eine Daseinsberechtigung, ne, und das würde nicht miteinander konkurrieren, sondern sich eher ergänzen. Und wenn man diese drei Spiele, also die MCC, Infinite und das Certain Affinity Halo hätte, dann wäre das eben erstmal eine gute Versorgung, dass man sagen könnte, ey, lasst euch mit Halo 7 noch gerne ein paar Jährchen Zeit und macht das bitte, eben wie meine Checkliste auch suggeriert und alles, von Anfang an Content ready. 100%, ne? Genug Maps, alles, was ich da aufgezählt habe. Schaut euch das Video gerne mal an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und das wären so meine Erwartungen. Für wie wahrscheinlich halte ich es jetzt vielleicht, dass dieses Certain Affinity Halo, das, ich meine, es ist wirklich eine 50-50-Chance, weil niemand offiziell jemals bestätigt hat, dass dieses Projekt existiert. Aber es wurde schon so viel darüber gesprochen und aus mehreren Quellen, dass ich mir denke, irgendwas hat es da auf jeden Fall mal gegeben. Ob es das noch gibt oder ob das eingestampft wurde, ist eher die Frage. Und ich entscheide mich für den positiven Weg. Ich glaube einfach dran, Leute. Und ja, hoffe, dass das gezeigt wird. So ein Halo 7 Trailer halte ich für eigentlich am unwahrscheinlichsten, selbst wenn es nur ein Story Trailer ist. Aber ich lasse mich da auch gerne überraschen. Und an dieser Stelle frage ich euch, was denkt ihr? Was wird auf dem Xbox Showcase gezeigt werden? Seid ihr gespannt? Seid ihr gehypt? Lasst ihr euch gerne hypen oder sagt ihr, das nächste Halo soll erstmal rauskommen und dann gucke ich, ob das was kann? Wie auch immer es ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu bewerten und lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auf solche Videos zu Halo und anderen popkulturellen Themen steht und hier gerne weiter am Ball bleiben würde. Ich würde mich sehr freuen, ne, hier weiterhin eine kleine Community mit euch aufzubauen. Und ansonsten, ja, wenn ein Trailer kommt, ich würde eigentlich gerne wie immer eine Analyse machen und das alles besprechen, aber leider bin ich genau dann in den tiefsten Wäldern Kanadas im Urlaub unterwegs und das ist dann für mich schwierig. Deswegen, wenn, dann würde ich erst etwas zeitverzögert das was dazu machen, was mich natürlich auch selber nervt, weil da kommt immer ein bisschen Traffic hier auf dem Kanal, ne, wenn so neue Leute, neue Sachen gezeigt werden von Xbox und so. Aber gut, ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und ich verabschiede mich und wie gesagt, schaut gerne in die Halo 7 Checkliste rein, da habe ich wirklich sehr viel aufgearbeitet nochmal, was denn wirklich so ein Halo jetzt brauchen würde, um wirklich mal durchzustarten und nicht so wieder nach dem Launch zu verrecken. Gut, also das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Zillow.